Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbart, aber was du sagst, klingt besser. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Frieden so, können, mit dir. Können wir da drin noch irgendwas machen? Briefmarkenalbum, Hammer und Computer und Hamster. Er liest das Wall Street Journal. Ja, komm, den nehmen wir jetzt doch mal mit. Computer, den schauen wir mal an. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Hallo, kleiner Computer. Ich respektiere dich, obwohl du nur 64K Speicher hast. Ja, das war damals Hightech. Das ist früher, oder? Das ist Maniac Mansion 1. Ich kotz ab. Spiel mal, komm. Wahnsinn. Abschluss in Videospielgeschichte. Wir wählen Burner aus. Und komm, der schaut cool aus. Start. Das ist Maniac Mansion 1. Sehr geil, das ist aber sehr versetzt. Man kann es gar nicht lesen. Ah, aber auf dem. Oh, da kann man es lesen. Das ist auch wieder Ron Gilbert und Tim Schäfer. Also auf dem Fernseher kann man es nicht lesen, aber da steht es wunderbar drin. Aha. Maniac Mansion. Und der Gag ist, jeder hat spezielle Fähigkeiten und jeder kann was anderes machen. Vielleicht spielen wir das auch nochmal. Wie man gesehen hat, man kann mehrere Charaktere auswählen und an und für sich eigentlich recht cool. Und ja, ich hab's aber glaub gar nicht mehr. Zumindest habe ich auch keinen PC mehr, wo es drauf läuft, weil das ist alles noch auf Diskette damals gewesen. Oh Gott, wir können Maniac Mansion spielen. Walk to. Open door. Door is locked. Push. Ja, dann laufen wir halt mal weiter. Open window. Vielleicht geht das ja. Es ist so lange her, ich weiß gar nichts mehr. Geht auch nicht mehr. Dann gehen wir wieder auf Walk. Walk 2. Ich weiß nichts mehr von dem Spiel. Pull. Hä? Lauf dahin. Wer ist mit Unlock Door? Front Door with. Ich hab nix. Read, close, open, pull, give. Boah, ich weiß gar nichts mehr. Halt, wir können ja an die Tür klopfen. Pull door. Oder? Pull.
Nein. Give Reed New Kid. Immer auf Bernard. Es ist so lange her, dieses Spiel. Ich weiß nichts mehr drüber. Und man hat auch keinen Sound gerade. Du sollst dich dahin laufen. Door is locked. Was? Doormat. Push. Ich bin geschlüsselt unter der Fußmatte, Pick up. Da ist ein Key. ja, tatsächlich. Pick up. Key. Wo ist denn da Use? Key. Key. In door. Maniac Mansion 1, das sind schon die schwersten Rätsel überhaupt gewesen. Open Clock. Doesn't seem to open. Open Door. Da ist ein Ding. Open. Mikrowellen, Mikrowelle ist open. Jetzt ist sie offen. Okay, jetzt nehmen wir mal Pickup. Chainsaw. Wenn wir sie schon können. Pickup. Knives. Pickup. schau gesund aus. Oh! Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall mal hier im Knast. Das ist Dr. Fred. Das war seine Frau gerade eben. Ich weiß nur gar nicht, wie wir jetzt wieder da rauskommen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie wir das Spiel jetzt verlassen können. Okay. Dein Meteor kann Schleim essen. Das ist das, was du denkst. Hehehe. Help, help, help. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, laufen wir mal in die Richtung. Oh, walk, what is? Da ist das Geheimlabor auf jeden Fall. Ja, jetzt nehmen wir mal ein anderes Kit, nur mein Sid. Der steht immer noch da draußen. Die stehen alle noch da draußen. Aber wir können das jetzt auch gar nicht durchspielen. Also das ist viel zu aufwendig, wenn wir das jetzt alles durchspielen wollen würden. Open Door. There's no handle. Also da ist kein Türgriff. Open diese Türe da. Ah, push. I can't move it. Dann eben pull it. I can't move it. Okay. Turn on. Ah, aber da oben kann man vielleicht, da kann man unten vielleicht das Ding da öffnen. Ja. Turn on. Ja, aber stimmt, da gibt es einen Turn-on. Turn on Radio. Hallo?
Push. Kassettenplayer. Also, nee, Pickup. Machen wir mal das da auf. So. Ist ja dunkel. Out of order. Walk to lamp. Push. Ja, dann gehen wir mal in Walk to. Ja, okay, jetzt sitzen wir mit dem hier irgendwie fest. Dann gehen wir mal zu Dave. Ich weiß von Maniac Mansion, das habe ich seltener gespielt als den Rest. Ich weiß so gut wie gar nichts mehr darüber. Boah, ist das lange her. Machen wir mal hier Open. Ist das nicht jetzt auf das Geheimlabor? Oder? Das ist eine andere Tür. Pick up. Pick up. Was ist das denn? Open. Er kann es nicht nehmen. Okay, ja, dann gehen wir wieder raus. Ich weiß echt die ganzen Rätsel, ich weiß sie nicht mehr. Ich weiß sie alle echt nicht mehr und das. Okay. Da ist eine Schallplatte. Pick up. Old Record. Turn on TV. Okay. Komm jetzt. Nö, das müssen wir uns wahrscheinlich anschauen. Das ist so eine Cutscene, glaube ich, damals gewesen. Das ist so lange her. Ich weiß von Maniac Mansion 1 weiß ich echt fast gar nichts mehr. Klingt blöd, ist aber leider so. Gibt da Use Old Record mit dem Grammophon. Ja. Turn on. Was gibt's denn hier noch? Pick up, das da? War sie? Besser nicht. Open. Öffne das Piano. Achso, kann nur die Front da öffnen. Oh. Da können wir auf jeden Fall wieder die Tür öffnen. Okay. Da war es dunkel drin. Da war es dunkel drin. Okay, boah, ich weiß echt gar nichts mehr. Können wir die irgendwie turn on machen? Ja gut, dann gehen wir einfach mal hier nochmal die Treppen hoch. Also, dass das Spiel da drin versteckt ist, wusste ich schon gar nicht mehr. Das grüne Tentakelwesen.